Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge hier zum zweiten Playoff-Event vom FedEx Cup und es geht weiter mit der Deutsche Bank Championship. Ja, die Deutsche Bank ist auch in Amerika nicht unbedingt das kleinste Unternehmen. Da haben die, glaube ich, mehr oder weniger sogar ihr Hauptgeschäft. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber die sind auf jeden Fall Sponsor für das zweite Playoff-Event. Es geht auf den TPC Boston. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den schon kennen. Ich vermute aber schon. Und ich glaube sogar, das ist auch beim richtigen Deutsche Bank Championship auch in Boston der Platz. Ja, wer jetzt genau das Deutsche Bank Championship gewonnen hat, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, denn ich nehme jetzt gerade an einem Montag auf. Das ist quasi der Montag, nachdem die Deutsche Bank Championship ist. Und da das Turnier erst Freitag gestartet ist und bis Montag geht wegen dem Labor Day, der ja ein Feiertag ist, weiß ich gar nicht, wer gewonnen hat. Aber ich vermute mal, dass es Henrik Stenson sein wird, der dann am Ende die Trophäe in die Lufthöhen halten wird. Ja, also ein Parkland-Kurs, das sehen wir jetzt schon. Wahrscheinlich viele Wasserhindernisse, Bunker und Bäume. So, und dann starten wir mal unsere Runde mit einem sehr kurzen Par 4, wo wir sicherlich eine gute Chance haben werden, hier den Ball aufs Grün zu spielen. Der Wind ist diesmal nur ungefähr ein Drittel von dem, was wir bei den letzten Runden hatten, als wir noch an der Küste gespielt haben, mit dem Leuchtturm den Kurs. Ja, die sieht gut aus, die Annäherung, und die war auch gut. Und damit haben wir direkt die erste Birdie-Chance. Und eine richtig gute. Ja! Also, hatte einen leichten Hang nach rechts noch zu laufen, aber hat es gerade noch so geschafft. Ja, führen tut Jason Duffner mit minus 7. Das ist auch ungefähr so die Richtung, in die wir wollen für den ersten Tag. Wäre natürlich schön, wenn das klappen würde. Und jetzt geht es direkt weiter mit einem kurzen Par 5. Oh, und da haben wir den Baum erwischt. Durch die Äste, würde ich mal sagen. Trotzdem fliegt der Ball noch auf 280 Yards, also haben wir noch Glück gehabt. Mal gucken, ob wir hier den Ball mit dem zweiten aufs Grün bekommen. Ah, jetzt ist der Baum natürlich schön im Weg. Oh je, oh je. Also, da können wir es vielleicht versuchen, den hier mit dem Fade reinzuspielen, ne? So, no risk, no fun, oder? Am Baum vorbei und ab aufs Grün. Das sieht gut aus. Der rollt jetzt natürlich ganz schön weit, weil man den kaum stoppen kann, denn mit dem Holz hölzern, aber das sieht gut aus. Also, das sollte auf jeden Fall das zweite Birdie werden. Eagle, das würde ich, glaube ich, jetzt eher verneinen. Aber wir haben ja die Chance. Wir gucken mal, was es wird. Oh, der ist schnell. Der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell, der ist schnell. Oh, da haben wir es nochmal ein bisschen spannend gemacht hier für den zweiten Putt. Aber das sollte normalerweise was werden. So ist es. Also, ein guter Schlag. Und damit geht's nach zwei Loch auf minus 2. Das sieht ja richtig gut aus. Also, so sollten wir auf jeden Fall die vorderen Platzierungen hier gut einholen. So, mal gucken,
Hauptsache über den Bunker rüber, der Rest ist mir fast egal. Ja, sensationell. Also, perfekt. Perfekter Schlag. Viel Spin durften wir da nicht drauf geben, weil er dann wahrscheinlich in der Luft zu kurz geflogen wäre. Und das könnte auch wieder, sollte auch wieder was werden. Muss eigentlich auch wieder ein Birdie werden und es wird auch eines. Minus 3 nach 3. Das ist ja mal ein richtig toller Start. Und damit sind wir schon auf Platz 6, obwohl wir erst 3 Loch gespielt haben. Und auch hier wieder ein sehr kurzes Par 4, Entschuldigung. Schöner Schlag. Schöne Länge mit dem Wind. Gespielt 312 Yards. Und damit ist die Annäherung natürlich sehr, sehr kurz jetzt. 54 Yards nur noch. Ganz schmales Grün. Der Winkel ist natürlich jetzt nicht super toll, aber ja, das sollte klappen. Jawohl, also auch wieder eine gute Annäherung und das könnte ja mal eine sensationelle Runde werden, wenn wir so weiterspielen. Der fällt auch, minus 4 nach 4 Loch. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Das läuft ja wie sonst was. Vielleicht schaffen wir es sogar mal eine 59er Runde. Da gibt es ja nicht so viele, die das mal gepackt haben. Der letzte, der es geschafft hat, ist glaube ich Jim Furyk gewesen vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren glaube ich. So, und auch der Abschlag ist gut und der Winkel ist auch perfekt. Also, das könnte wieder was werden. Ich bin sehr gespannt. Bisschen bergauf, bisschen Rückenwind, das gleicht sich hoffentlich ein bisschen aus. Bisschen Spin können wir dazugeben. Nehmen wir mal einen länger. Noch ein bisschen Spin dazu. Ah, der ist weit. Der wird auch nicht mehr zurückkommen, so sehr. Nee. Also, die Annäherung war jetzt nicht so toll. Da auch noch die Welle hier vorne. Da müssen wir uns natürlich mit dem Paar zufrieden geben dann. Uiuiuiuiui. Und der rollt ganz schön weit. Also, die Birdie-Serie ist gestoppt. Leider. Macht aber nichts. Ein paar Löcher gibt es noch und das Paar retten wir hier auch. Sauber. Also, minus 4 nach 5. Weiterhin und... Ja, ich weiß gar nicht, also, wohin das noch führen soll. Hier haben wir jetzt ein recht langes Paar 5. Oh, nicht so weit nach links, bitte. Eieieiei, das war jetzt nicht gut. Da hätte ich nicht gedacht, dass der Wind hier so reinbläst und uns komplett von rechts, wo ich hingezielt habe, nach links rüber. Ich habe zwar einen leichten Draw reingenommen, aber das sollte eigentlich nur zur Unterstützung sein. Ja, haben wir noch Glück gehabt. Ja, von wegen. Also, das wird, wenn es hochkommt, auch nur ein Paar werden. Es sei denn, wir chippen den jetzt rein. Ah, scheiße. Das war gar nichts und jetzt haben wir ein Problem. Gelöst. Also, das Paar gerettet. Wunderbar, noch eingechippt. So soll's sein. Hätte ich natürlich gerne mit dem Schlag vorher schon gemacht, aber
Ja, den haben wir ein bisschen kurz angesetzt. Weiter geht's. Und das sieht ja nach einer ganz netten Bunkerlandschaft da hinten aus. Also, wenn wir das hier so durchziehen, dann können wir eigentlich sagen, dass wir alles gewonnen haben, bis auf den Major. Das fehlte leider. Da haben wir bisher sehr schlecht abgeschnitten. Das werden wir aber hoffentlich noch nachholen können. So, komm. Gehen wir das Risiko ein. Versuchen hier irgendwie das Grün zu erreichen. Auch wenn es, glaube ich, nicht klappen kann. Ah, da war das Risiko zu groß, der Wunsch zu groß. Da haben wir jetzt noch einiges an Metern vor uns. Ja, traumhafter Schlag neben den Flaggenstock. Und das muss das nächste Birdie sein. Also, so kann es gehen. Sauber. Und dann haben wir hier das nächste Birdie. Minus 5 nach 7 Loch. Und wenn das so weitergeht, dann wird das hier eine 59er Runde. Aber ich weiß halt überhaupt nicht, wie die zweiten 9 aussehen. Ah, schöner Part. Aber leider ist er dann am Ende doch recht gerade noch geblieben. Somit nur das Paar. Aber aus der Entfernung ist ein Zweipart jetzt auch nicht so verkehrt gewesen. Ja, einen Schlag haben wir noch. Damit können wir schon fast Richtung Führung gucken dann. Und dann haben wir ja immer noch genug Loch. Schöner Abschlag. Ja, schwieriges Loch. Recht lang. Dogleg nach links. Bunker. Das Grün ist relativ simpel. Das ist das Einzige, was hier leicht ist an dem Loch. Und das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Mal gucken, ob wir damit hinkommen. Ja. Ja, ein bisschen weit. Ja, okay. Also, mal gucken, wie viel Break wir hier haben. Vielleicht können wir sogar nochmal Richtung Birdie gehen. Aber versprechen kann ich es euch nicht. Nein, na, knapp vorbei. Und ein bisschen kämpfen müssen wir auch noch um das Paar jetzt. Na, wobei, der sollte eigentlich keine Probleme machen. Nein, das gibt's ja gar nicht. Und denn hier so ein Flüchtigkeitsfehler. Ach Mensch, ist das schade. Also, leider doch ein Bogey. Damit sieht es dann wieder relativ düster aus, nachdem das nach 7 Loch bei minus 5, jetzt nach 9 Loch bei minus 4. Ja, mal gucken, was auf den zweiten 9 noch zu holen ist. Ich sag danke fürs Zuschauen. Es war trotzdem erstmal bis hierhin eine richtig gute Runde. Wir schauen ganz kurz auf die Scorecard. 4 Birdies in Folge. Dann auf der 7 noch einmal. Und dann leider jetzt das ganz unnötige Bogey auf der 9. Ja, Leaderboard. Leider Martin Keimer nicht dabei. Jason Duffner führt. Russell Knox aus Schottland auf Platz 2. Dann der Kolumbianer Villegas dabei. Und auch Henrik Stenson, Bubba Watson, Kevin Na, alle dabei. Ja, nächste Folge geht's dann. Gibt's dann morgen und da geht's dann weiter mit Teil 2 von Runde 1 bei der Deutsche Bank Championship. Bis dann!